Hallo und grüß euch. Heute wird es interessant für alle, die vielleicht ein bisschen kleinere Gärten haben oder überhaupt nur Terrassen oder nur einen Balkon. Wir haben drei super Themen. Es dreht sich alles um das Überthema, wie bringe ich Vielfalt rein in meinen kleinen Garten. Das ist nämlich gar nicht schwer. Und eine super Geschichte ist Wasser. Das ist einmal einer von unseren Punkten. Dann schauen wir uns an, klingt fast unmöglich, kann ich eine Blumenwiesen vielleicht sogar auf meinem Balkon daheim zusammenbringen. Und mit welchen Pflanzen geht das? Und nachher haben wir sogar noch eine spannende Geschichte, nämlich wir schauen uns an, gibt es Wildgehölze, die vielleicht für den kleinen Garten nicht zu wild sind. Vielleicht lässt sich da auch was finden. Wer einen Teich hat daheim oder auch nur irgendeine kleine Wasserstelle, der hat vielleicht ein paar Pflanzen drinnen. So wie das in dem Fall ist die Krebsschere. Wirklich eine lässige Schwimmpflanze. Und ich verrate euch da, war gar nicht so schlecht, ich verrate euch einen kleinen Trick, weil das kennen sicher viele, die im Garten ein Wasserfassel haben oder eine Tonne oder so wie ich Badewannen. Und im Sommer kommen ja gern die Gößen und da könnt ihr was machen dagegen. Es kennt das sicher, viele von euch dann löblicherweise Regenwasser sammeln. Wenn wir beim Wasser sind, kommt man vielleicht auch noch kurz dazu sagen, unbedingt das Wasser, das es gewinnt über Dachflächen und so weiter, schaut, dass es sammelt oder im eigenen Garten belastet. Voll wichtig. Jetzt ist es aber oft so, wenn ihr so eine Regentonne oder ein Fassel stehen habt, dann kennt ihr das. Spätestens im Sommer hat man die Larven der geliebten Stechmücke drinnen und kann dann nicht gut schlafen, weil die fliegen ins Schlafzimmer. Wenn sie das Wasser belebt, dann kommen sie nicht oder viel weniger. Und so eine Belebung ist ganz einfach. Es nehmt einfach Wasserpflanzen, die in dem Wasser drinnen schwimmen, also eher Schwimmpflanzen. Und deswegen habe ich nämlich vorher die Krebsscheren ausgegeben. Die geben wir jetzt einfach da rein. Jetzt sagt vielleicht ein anderer, naja, ich habe aber nicht eine große Badewanne, sondern nur so ein kleines Gefäß, wo es Wasser fängt. Da zeige ich euch dann auch was. Aber jetzt nehmen wir mal die Krebsscheren rein. So, da sollen sie schwimmen. Und es ist wirklich erstaunlich, ich habe das ausprobiert. Die Belebung durch eine Pflanze reicht schon, dass wesentlich weniger oder keine Mucken mehr reingängen. Die Krebsscheren sind ganz interessante Pflanzen. Erstens sind sie einmal heimisch. Schaut zwar fast außerirdisch aus, aber es sind bei uns heimische Pflanzen, die eher so in entstehenden Gewässern, irgendwelche Altarme oder so nährstoffreiche Weiher. Nur sowas gibt es halt immer seltener. Da kommen die vor und sind super für einen kleinen oder großen Gartenteich, weil, wenn man sieht das, da hängen so Wurzeln runter, die saugen ganz viele Nährstoffe raus. Also auch für einen Teich super. Und gerade für so ein kleines Fassel, die könnt ihr den ganzen Sommer eigentlich drinnen lassen. Und im Winter überwintern sie ganz gerne am Boden oder bilden so Knospen. Ja, also komplizierte Geschichte. Aber das Schöne ist, die fangen dann im Sommer eine an zu blieren. Kriegen wirklich sehr schöne weiße Blüten. Schaut fast ein bisschen so orchideeartig aus. Ganz eine interessante Pflanzen. Wenn euch das groß ist oder wenn ihr nur ein kleines Gefäß habt, hätte ich noch einen Tipp parat. Den hole ich mir jetzt da raus. Da gibt es den Froschbiss. Komischer Name, aber er heißt halt so. Das schaut aus wie eine Miniatur-Seerose. Bliert sogar, ganz lieb eigentlich, so weiße Blüten auch. Und die könnt ihr auch reingeben. Und die schwimmen dann auf der Wasseroberfläche wie so ganz kleine Seeroseln. Und das tut das Wasser beleben und das mähen unsere Stechmücken nicht.
Aber so eine Badewanne ist natürlich nicht jedermanns Sache. Jetzt darf ich sagen, jetzt bepflanzen wir eine schöne Wasserschale, weil das kann so richtig ein Hingucker auch für einen kleinen Balkon oder eine Terrasse werden. Sowas werden wir uns dann nehmen und das füllen wir dann auch. Ja, Wasser ist halt auch für uns Menschen, glaube ich, so richtig das Element des Lebens. Und man kann mit der kleinsten Wasserstelle bringt man eigentlich schon Lebendigkeit in Garten oder auf die Terrassen oder auf Balkonien. Da fühlt man sich dann fast wie am Meer. Mit so ein bisschen an Wasser. Zumindest vielleicht für uns nicht so, aber für unsere Insekten ist es zumindest ein kleiner Badeteich. Das ist das Schöne. Und das, was vielleicht viele nicht so wissen, man kann sich mit den Pflanzen auch austoben und Sachen nehmen, die auch durchaus für viele Insekten interessant sind. Und ein paar von diesen habe ich heute da ausgesucht und die schauen wir uns dann an, würde ich sagen. Wichtig ist, das ist natürlich die erste Frage, was nehme ich aus Substrat? Das ist nämlich gar nicht so leicht. Also was nehme ich aus Erde? Es gibt Wasserpflanzenerden, da hast du manchmal einen Klick, manchmal nicht. Es kommt früher darauf an, welche Pflanzen das setzt. Wir setzen halt Pflanzen, die eher nährstoffreiche Böden mögen. Und du kannst, so komisch das klingt, sogar einen Kompost aus dem Garten nehmen. Den würde ich aber dann mit Sand und mit Schotter oder Split mischen, dann hat er eine bessere Struktur, luftiger. Ich nehme ganz gern einfach ein normales Trogsubstrat, also für Tröge, oder man kann das auch für Dächer nehmen. Und genau das Gleiche kann ich sogar noch für eine normale Trogbepflanzung nehmen, weil unsere Pflanzen ist eigentlich nur eins wichtig, die ins Wasser kommen, sie wollen Nährstoffe, damit sie wachsen. Wir müssen dann einen kleinen Trick anwenden, damit das nicht alles eine braune Suppe wird, aber das zeige ich euch nachher. Also es braucht da gar nicht zu viel Zeit investieren, um die richtigen Erden zu suchen. Nehmt einfach ein Trogsubstrat oder mischt euren Kompost, halber Sound oder mit Split, misch, eine fertig und die wachsen, werdet ihr sehen. Ich habe jetzt da bewusst Pflanzen ausgewählt, die erstens natürlich robust sind und die eigentlich eher so in Sumpfbereichen wachsen, also richtig in einem Gatsch. Deshalb ist die Erde nicht so wichtig. Und da zum Beispiel ist wieder eine heimische Pflanze. Das war überhaupt wichtig, eher wirklich auf heimische zurückzugreifen, weil die dann einfach mit unseren Insekten am meisten wechselwirken. Da haben sie am meisten davon. Der Bitterklee ist mittlerweile leider selten geworden, weil eben diese sumpfigen Gebiete immer weniger werden. Der hat wirklich erstens eine sehr schöne Blüte, ein richtig ein schönes Laub auch und den lieben Bienen und Hummeln. Also das ist wirklich eine Pflanze, was man in der kleinsten Wasserschale setzen kann. Die funktioniert gut und ist eine super Insektenpflanze. Und eine Pflanze, die Insekten auch recht mögen, ist der Wasserhahnenfuß. Der bliert ganz lieb. Der hält übrigens beides aus. Der kann entweder 10, 15 cm Wasser haben und wenn es trocken wird, wie es in der Natur oft ist, dann hat er kein Wasser. Ist ihm auch egal, solange er ein bisschen im Gatsch ist. Und die blühen zwar noch nicht, sind aber auch recht schön. Das sind die Froschlöffel. Die haben so schöne lanzettliche Blätter, kriegen dann in etwa so 20 cm hohe Blüten, die Schwebfliegen. Die haben es richtig abgesehen auf diesen Froschlöffel. Ist auch so eine Gatsch-Schlammpflanze, also die fühlen sich da richtig wohl. Und wenn man Glück hat, kann man sogar zum Teil dann sicher Larven und Ähnliches in dem Wasser drinnen beobachten. Also richtig so ein kleiner Mikrokosmos. Much more than where you're from, it's in the fabric of your soul.
kleinen Tipp oder Trick gebe ich euch noch. Die meisten dieser Pflanzen, die man reingibt, sind eher Sumpfpflanzen. Das heißt, die wollen gar nicht tief im Wasser sein. In einem Teich ist ja anders. Da haben sie lange Zeit. Da können sie über die Jahre selber immer mehr in die Tiefe gehen. In einem Gefäß stört es das oft, wenn sie gleich zu tief drinnen sind. Jetzt habe ich die Pflanzen eigentlich, wenn es genau schaut, so ein bisschen rausgehoben. Die sind gar nicht eingraben in diese Trogerden, sondern die wachsen dann selber in den Gatsch rein. Und jetzt schaut natürlich komisch aus, wenn man das jetzt auffüllen würde. Und ich gebe da jetzt einen Sand drauf. Jetzt sage ich euch einen kleinen Trick noch. Diese Pflanzen sind eher Sumpfpflanzen. Das heißt, die wollen gar nicht zu tief im Wasser. Stützt es nur drauf auf die Wasserpflanzenerden. Und dann gleicht diesen Niveauunterschied mit einem Sand aus. Der Sand macht unten die nährstoffreiche Erden zu. Dann schwimmt es nicht auf. Und die Pflanzen fühlen sich wohl, weil sie nicht so tief drinnen sind. Was nicht schlecht ist zum Auffüllen, tut euch ein bisschen eine Zeitung rein, dann wirbelt es nicht so viel Materie auf. Da könnt ihr dann einfach drauf lassen. Eine halbe Stunde.
Ich werde euch jetzt sicher fragen, was tue ich da mit dem Stern da? Ich habe mich angehalten, kennt sicher alle Hollywood Walk of Fame, der Gang der Ruhm und Ehre, würde ich sagen. Und den gehen wir jetzt da mit unseren heimischen Wildsträuchern, und zwar die nämlich auch für einen kleinen Garten gut geeignet sind, weil die verdienen wirklich Ruhm und Ehre, weil sie so vielseitig sind, eben für unsere Insekten, für unsere Vögel, überhaupt für unsere Tierwelt, zum Teil sogar für uns selber. Können wir auch was naschen davon. Wir gehen eine kurze Runde. 7 habe ich aufgestellt, es gehen noch mehr, aber die 7 könnt ihr auch ganz gut in einen kleinen Garten setzen. Ich sage euch nur Stichwörter, weil sonst sitzen wir morgen noch da. Aber einfach aus Überblick. Liguster, immer aus Hecken gesetzt, aber setzt einmal einen Liguster aus einzelnen Pflanzen. Ein Traum. Die Imker werden es wissen, ganz gut für die Bienen, super Nektar, super Pollen. Und es gibt etliche sehr, sehr große Schmetterlinge, sogenannte Schwärmer, der Liguster oder der Totenkopfschwärmer. Und die legen da die Eier drauf und fressen am Liguster. Super Pflanzen, wird 2-3 Meter hoch. Die rotblättrige Hechtrose. Eine Wildrosen, die auch gut für einen kleinen Garten ist, weil es nicht so groß wird. Da mal sagen, so 1,5, vielleicht 2, 2,5, kommt viel auf den Standort auch drauf an. Alle Wildrosen sind super für einen Naturgarten, weil sie einfach so wertvoll Nektar und Pollen bereitstellen. Und die Hagebutten können wir auch essen. Oder es macht Juckpulver draus. Aber ist doch schön, oder? Eine rötliche Rosen ist eine Wildrosen, eine heimische Wildrosen. Wacholder, ein Gigant unter den Pflanzen für unsere Vogelwelt. Und die Vögel haben es ja ganz, ganz notwendig im Moment, weil sie wirklich stark gefährdet sind, wie die Insekten. Über 40 verschiedene heimische Vogelarten fressen an den Wacholderbeeren. Plus ein Mensch und ein paar andere Viecher noch. Also wirklich coole Pflanzen. Wird auf Jahrzehnte gesehen vielleicht schon zu groß, aber viele, viele Jahre könnt ihr den super im Kleingarten haben und habt was zum Naschen. Ein Traum, die Felseinbirne, wie der Name sagt, Fösen. Das heißt, wenn ihr es eher an Fösen im Garten habt, ist die Fösenbirne gut. Wenn ihr so durchlässige, schottrige, eher trockene Plätze habt, heiß, setzt euch eine Fösenbirne, aber nehmt die heimische Fösenbirne, weil die bleibt kleiner. Eine herrliche Pflanze, bliert sogar ein bisschen, angreifen tue ich es nicht, weil sonst stiche ich mich und die tut weh. Die Berberitzen ist ein bisschen angekommen. 60er, 70er, 80er Jahre, es wisst ihr sicher noch, im Freibad zum Teil hat man sogar gesetzt, aus Hecken rundum und um. Nur da haben sie meistens die Rode genommen. Und die kommt aus China. Es gibt aber heimische Berberitzen, die wird schon, ja, vielleicht 2, 2,5 Meter hoch. Also ein bisschen an Platz müsst ihr ja schon geben, aber sie belohnt euch mit ganz wertvollen Früchten, auch für uns essbar, wirklich köstlich. Und die Blüte, die duftenden Blüten, erstens ist Augenweide und die mengen Insekten ganz besonders. Und nachher, diese Beeren sind wieder super für unsere Vögel. Und alles, was so stachelig ist, genau, da können sie unsere Vögel drin verstecken und können brüten. Also eine sehr, sehr wertvolle Pflanze, heimisch. Was haben wir denn da für ein Zwutschki? Das passt gut. Das weiß nämlich fast wirklich keiner. Es gibt sogar eine heimische Spiree. Das ist die weidenblättrige Spire. Wird vielleicht so 1,5 Meter, ja, vielleicht wird es einmal höher. Vom Boden her, es ist ja wurscht. Nicht ganz nass, nicht ganz trocken. Vom Licht her genauso. Nicht ganz zu heiß vielleicht, nicht ganz zu schattig. Dann wächst die. Die blüht richtig schön in so große, da darf ich mal sagen, lila, so lila-rosa. Schöne Rispen, wirklich ein super Gehölz und eine heimische Spiree, war mal was anderes. Ja, wenn man anschaut, denkt man sich natürlich, es wird das schon mal was Gescheites. Aber es müsst ihr ihm verzeihen, es ist ein Faulbaum. Aber ich sage lieber Zitronenfalterbaum. Er ist halt ein bisschen faul am Anfang im Austrieb. Er braucht eine Zeit, tut sich langsam entwickeln. Aber das ist ja genau das, was wir wollen im kleinen Garten. Wir wollen ja nichts Riesiges, sondern was, was langsam gemütlich wächst. Er schaut jetzt dezent aus, wird aber so ein kleiner Strauch, vielleicht 2,5, 3, manchmal 4 Meter, eher zart, lichtdurchlässig. Und das Besondere ist, ich habe schon gesagt, Zitronenfalterbaum, der Zitronenfalter legt da seine Eier ab und die Raupen vom Zitronenfalter brauchen den ganz wichtig als Raupenfutterpflanze, wie auch noch viele andere, der Faulbaum Bläuling zum Beispiel und noch haufenweise. Und es wird es nicht glauben, die Blüten sind so klein, dass man es wirklich kaum sieht, aber haufenweise Bienen, Hummeln, ganz eine reichhaltige Nektarpflanze. Total unterschätzt, wächst manchmal am Wegesrand, wo man es nicht kennt, war mal was anderes für einen kleinen Garten.
So. Ein paar Löcher haben wir gebohrt. Das ist wichtig, dass das Wasser raus kann. Wir machen uns jetzt, das ist wirklich für einen kleinen Garten oder nur für die Terrassen oder für den Balkon, ein Fleckchen Vielfalt. Nennen wir es einmal so. Wir setzen uns da eine Blumenwiesen ein. Das Besondere ist an diesen Wiesenblumen, das sind unsere heimischen Wildblumen, die leider ja immer weniger werden. Ich glaube, da können sich viele noch erinnern, in der Kindheit bist du rausgegangen, hast einen schönen Blumenstrauß brucken können. Die Zeiten sind eben vielfach vorüber. Deswegen war es super, wenn man das selber macht, weil genau das brauchen eben unsere Tiere, unsere Insekten, unsere Bienen, unsere Schmetterlinge als Nahrungsquelle, ganz notwendig. Und es ist ja einfach, sowas zu machen und erfreut natürlich dann auch unsere Seele. Und deswegen setzen wir einfach einmal so einen kleinen Topf. Es ist nichts dabei, das kann sich wirklich jeder selber daheim machen. Da geht es nur um eins. Es wird keine Staunässe entstehen mit der Zeit. Und so kann unten das überschüssige Wasser immer aussehen. Man könnte jetzt ein Vlies aufhören, gefreut mich nicht. Ich nehme ein Zeitungspapier, einfach zwei, drei Lagen. Das lässt auch durch. Und bis das verrottet, sind unsere Pflanzen super eingewurzelt. Und dann braucht man das eigentlich eh nicht mehr unbedingt. Da ist es auch wieder wichtig, dass ihr halbwegs ein vernünftiges Substrat habt. Ich sage da halbwegs lieber Substrat dazu, weil was nicht gut funktioniert, wenn man einfach die Erden aus dem Garten nimmt. Eine Erden ist irgendwie ein lebender Organismus, kann man sich das vorstellen. Der braucht die Verbindung nach unten, die hat aber im Topf nicht. Super geht euch, wenn ihr selber einen Kompost habt, perfekt. Kann man wieder mischen mit Sand oder Kies, dann wird er luftiger, geht wirklich gut. Oder es kauft euch einfach, so wie ich jetzt da habe, eine fertige Topferden oder man nennt es auch so Intensivsubstrat, die kann man für ein Dach zum Beispiel annehmen. Da ist nämlich Zirkelsplit drinnen, der speichert die Feuchtigkeit und gibt es an und dann hält halt das Gießen einfach länger. Und vielleicht aus Empfehlung, dass ihr es nicht gleich ganz anfühlen und macht es dann Löcher rein, bleibt es ein bisschen drunter und dann könnt ihr euch das Bild, dieses Blumenwiesenbild vorher einmal schön aufstellen und nachher fühlt es erst an. So wie ihr es da habt, diese Mischung, kuntert ihr eigentlich auch draußen beim Spaziergang, in dem Fall eher beim Waldspaziergang oder am Waldrand finden. Weil diese Mischung, die ich da jetzt da gemacht habe, die erste Schwebfliege ist schon da, die freut sich schon, die ist eher was für halbschattig. Also wenn ihr vielleicht eine Terrasse habt, die nicht ganz in der prallen Sonne liegt oder so ein bisschen halbschattig, war das ideal. Was haben wir da alles? Eine Wiesenraute, eine Bergflockenblume. Das ist eine Kuckuckslichtnelke, dann haben wir da eine rote Lichtnelke, eine Nachtviole, eine Himmelsleiter, dann haben wir da unten noch einen Frauenmantel, da haben wir einen Nesselkönig, also richtig eine super bunte Mischung, ein kleines Mädesüß ist auch noch da. Sie sind alle, man sieht es eh von der Blüte her, wirklich super für Insekten. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen dazu motivieren können, dass, ich nenne es jetzt einmal,
Wildnis, aber es ist ja keine Wildnis, es ist ja was Wunderschönes, dass das wieder mehr zulässt in euren Gärten und auch wenn es nur klein sind oder überhaupt nur Terrassen oder Balkonkistel, weil es lohnt sich und unsere Insekten brauchen das so notwendig. Und auch vielleicht eine kleine Vorschau aufs nächste Mal. Heute haben wir ja was für einen reich gedeckten Tisch gemacht, dass wir was zum Futtern haben und nächstes Mal machen wir ja was, wo es ihren Nachwuchs, ihre Babys, ist immer lieb, wo es die großziehen können. Gibt es ein paar ganz einfache Varianten. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dann bitte liken. Auf der Seite könnt ihr euch durch die anderen Videos ein bisschen durcharbeiten und gern natürlich, war auch cool, wenn ihr uns abonniert. Also, pfiat euch und bis zum nächsten Mal. Ciao.